Willkommen, vielen Dank. Danke, danke. Das ist sehr freundlich. Ich bin gerührt. Vielen Dank für den netten Empfang. Ich dachte, wir reden mal über den PISA-Schock. Wir wollen nicht, dass die Stimmung hier zu ausgelassen wird heute Abend. Es ist wirklich erschreckend. Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland kann nicht richtig rechnen. Und viele sagen zum Glück nur ein Drittel und nicht ein Viertel. Riesenproblem. Und irgendwie liegt es ja auf der Hand, was helfen würde. Nämlich kleinere Lerngruppen, mehr Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt aber immer weniger. Immer mehr Lehrer hauen in den Sack, haben keine Lust mehr. Die Schulabbrecherquote ist inzwischen im Lehrerzimmer am höchsten. Und wenn man da die Kultusministerkonferenz fragt, was sie denn da zu tun gedenken, dann kommen so Vorschläge wie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Ja, da müssen die Lehrerinnen und Lehrer wohl mehr arbeiten. Oder notfalls müssen die Klassen halt noch etwas größer werden. Als Ultima Ratio wurde das genannt. Ultima Ratio ist lateinisch und heißt übersetzt extreme Scheiße. Ich muss sagen, ich kann es ja verstehen, dass die Lehrkräfte keine Lust mehr haben. Ich kann es verstehen. Sie müssen ja nicht nur Bildungslücken schließen, Lernrückstände aufarbeiten. Sie sind natürlich auch dafür zuständig, dass die Integration funktioniert, dass die Inklusion funktioniert. Sie müssen die ganzen Spätfolgen der Corona-Krise irgendwie ausbaden, versuchen aufzufangen. Und sie müssen sich mit Eltern beschäftigen. Und ich glaube, das würde mich vollkommen fertig machen. Mit den Kindern und Jugendlichen, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Aber mit Eltern, no way. Kann es sein, dass Eltern sich in den letzten Jahrzehnten zu einer echten Plage entwickelt haben? Irgendwas ist da passiert. Ich frage mich, wo sind denn diese ganz normalen, mittelengagierten Eltern von früher? Die gibt's gar nicht mehr. Elternabende sind der reinste Horror. Es gibt den Businessvater, immer ganz wichtig. Der muss dann auch dreimal pro Abend raus für einen wichtigen Call. Beruflich arbeitet er als Senior Creative Head of Corporate Bullshit oder irgendwas in der Art. Weiß natürlich alles besser als die Lehrerin, völlig klar. Dann gibt es die sehr besorgte Mutter, sehr fürsorglich oder wie sie sich selber nennt, die Mom. Sie ist keine Mutter, sie ist eine Mom. Und die Mom kümmert sich natürlich um ihre Kids. Und will dann natürlich auch von der Lehrerin wissen, ob vor der Klassenfahrt ins Emsland wirklich alle Wiesen von der Lehrerin persönlich auf Zecken untersucht worden sind. Weil ihre Charlotte Emilia sonst leider nicht mitfahren kann. Und dann gibt es die Krawallos. Es gibt diese Choleriker-Elternpaare, die am Tag der Zeugnisausgabe am Schultor stehen und den Lehrer anpfeifen. Hör mal! Eins wollen wir jetzt aber mal wissen hier! Warum hat unser Malte nur eine 3 in Sozialverhalten, du Arschloch? Ich würde mich fertig machen. Ich glaube, das allergrößte Problem bei Schule und Bildung ist, dass auch alle mitreden können. Auch Menschen, die keine Ahnung haben. Kultusminister. Absurd, ja? Oder auch Menschen wie Sie oder auch ich. Und wenn Sie mich jetzt mal fragen, was ich für eine Meinung habe. Ich denke, wir müssen, wenn wir versuchen wollen, die Schulen als Arbeitsplatz attraktiver zu machen. Und darum geht es ja. Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer dazu bewegen, wieder in der Schule zu arbeiten. Man kann ja nicht immer nur mit Quereinsteigern arbeiten. Und die haben auch irgendwann keine Lust mehr. Es werden im Moment Quereinsteiger eingestellt, noch und noch. Es wird gar nicht mehr nach Qualifikation gefragt. Da heißt es nur noch, haben Sie vormittags Zeit? Sie können Lehrer werden. Und ich finde es ja toll, dass es jemand macht. Teilweise alte Lehrer werden zurückgeholt aus der Pension. Es gibt Gymnasien, da wird Latein schon wieder von Muttersprache dann unterrichtet. Kann nicht wahr sein. Also, wir brauchen. Wir brauchen ein Umfeld, in dem qualifizierte Lehrkräfte sagen, hier arbeiten wir gerne. Und ich denke, dazu müssen wir aufhören, der Schule immer alles aufzubürden, was falsch läuft in der Gesellschaft, in der Politik. Was andere nicht hinkriegen, soll die Schule dann richten. Und die besonders Denkfaulen unter den Unwissenden, die fordern dann gerne mal direkt ein ganz neues Schulfach.
Das hört man ganz oft. Irgendwas muss ganz dringend Schulfach werden. Ich habe mir das irgendwie zum Hobby gemacht im Laufe der Zeit, immer nachzuhalten, aufzuschreiben, wenn irgendwo wieder jemand fordert, irgendetwas müsste unbedingt Schulfach werden. Es macht Riesenspaß. Es ist wirklich erstaunlich, was da in kürzester Zeit zusammenkommt. Im Moment sehr angesagt ist die Forderung nach einem Schulfach Klima. Das klingt erstmal sehr sinnvoll, logisch, wichtiges Thema. Aber das Problem ist, es ist ja nicht nur das. Dann fordert zum Beispiel der Schauspieler Ralf Möller, ja, es darf jeder mitreden, dass ein Schulfach Ernährung integriert wird in den Stundenplan. Auch das klingt vernünftig. Also haben wir Klima und Ernährung. Diverse Datenschutzbehörden fordern schon lange ein Schulfach Datenschutz. Es gibt, das ist kein Witz, Pilotprojekte in Deutschland mit dem Schulfach Feuerwehr. Und in Hessen gibt es inzwischen das Schulfach Digitale Welt, haben die eingeführt. Digitale Welt, ich bin gespannt, ob es funktioniert, ob die Kinder Lust haben, das den Lehrern beizubringen. Aber damit nicht genug. Wirtschaftslobbyisten fordern sehr vehement ein neues Schulfach Wirtschaft. Und der Pädagogikprofessor Olaf Axel Buro fordert ein Schulfach Zukunft. Ist ja auch nur fair, es gibt Geschichte, warum gibt es da nicht auch Zukunft? Klar, dann eben auch Zukunft. Dietrich Grönemeyer, das ist der nervige Bruder von dem nervigen Bruder. Dieser Dietrich Grönemeyer will unbedingt ein Schulfach Gesundheit einführen. Und der andere Doktor, Hirschhausens Eckhardt, hat so lange geworben für ein Schulfach Glück, dass es das jetzt wirklich gibt. Abiturfach Glück, der Chinese lacht sich kaputt. Der Kunstwissenschaftler Detard von Winterfeld fordert ein Schulfach Denkmalpflege. Die Piratenpartei, die Älteren erinnern sich, die hatte damals ein Schulfach Drogenkunde als Forderung in ihrem Wahlprogramm. Und das Ayurveda-Journal hält ein Schulfach Yoga für absolut unverzichtbar. Ach so, wegfallen würde was? Müssen wir kurz klären zwischendurch. Mathe, Physik, Deutsch, glaube ich auch. Ja, das wäre sinnvoll. Es muss ja was wegfallen, das sollte allen klar sein. Sollte sich vielleicht auch der ehemalige Topmodel-Juror Rolf Scheider hinter die Ohren schreiben, der nämlich ein Schulfach Mode fordert. Oder auch die Johanniter Unfallhilfe, die gern ein Schulfach Wiederbelebung in den Stundenplan packen würde. Sonst noch jemand? Ja, Uwe Ochsenknecht. Da muss ich selber lachen. Uwe Ochsenknecht fordert ein Schulfach Emotionen. Hast du schon deine Hausaufgaben in Emotionen gemacht? Nee, ich habe ja Drogenkundeleistung. So. Und wie? Wie wäre das, wenn man das alles wirklich so machen würde, wenn man die selbsternannten Bildungsexperten beim Wort nähme, dann sähe der Stundenplan folgendermaßen aus. Erste Stunde Emotionen, zweite Stunde Zukunft, Doppelstunde Ernährung, dann Yoga und Wiederbelebung. Nach der Mittagspause Feuerwehr, anschließend Mode und Datenschutz. Der Rest des Schultages bestünde aus Glück, Gesundheit und Denkmalpflege. Ja. Da würde ich sagen, die nächste PISA-Studie kann kommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Till Reiners Endcard. Hier kann man es abonnieren. Hier gibt es andere Videos, die man sich angucken kann. Das war es auch schon wieder bei Till Reiners Endcard.